Hallo von den drei Linden hier. Richtig spontan diesen Platz hier gefunden. Und ich bin maßlos begeistert. Also irgendwas buddeln die hier aus, transportieren es die ganze Zeit weg. Und dieser Spot ist definitiv viel, viel schöner als da, wo ich ursprünglich hin wollte. Und wir begeben uns jetzt auf eine kleine Hängematten-Tour und ich erzähle euch ein bisschen was von Augsburg und was das Festival so alles bereitgehalten hat hier für uns. Aber jetzt laufe ich erstmal darüber. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und mich wieder begleitest bei einem neuen Video. Ganz egal, ob im Wasser, ob ich mit euch am Rad drehe, ob ich in der Natur bin oder auf der Bühne. Ich nehme euch ein bisschen mit bei meinen verrückten, abenteuerlichen Reisen und wünsche euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hello. So, Kamera läuft. Umgebung ist der Hammer. Ich nehme die Matratze noch um. Willkommen to the Water Talk nach dem Festival in Augsburg. Wir begeben uns auf eine sich treiben lassende Reise von diesem Teil des wundervollen Baggersees auf die noch da hinten. Und ja, lass uns ein bisschen quatschen. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass hier irgendwo Luft rausgeht aus dieser Matratze. Ich muss die auch jedes Mal, bevor ich sie benutze, neu aufpusten. Also wieder prall aufpusten. Genau. Augsburg war cool, durchwachsen, spannend, um das mal mit kurzen Worten zu sagen. Hat viele interessante Momente gehabt. Und ja, ich dachte, ich erzähle einfach mal ein bisschen was. Wie fangen wir an? Ihr seid auf dem Stand, dass ich hingefahren bin durch die Fußgängerzone, dass ich mich beim Rausfahren verfahren habe. Das kann man ja auf dem OTR sehen, wie ich da so lang gurke am Königsplatz. Mittlerweile kenne ich auch die Namen der Plätze. Und es ist gar nicht so warm, das Wasser, um jetzt hier lange drinnen zu bleiben. Aber egal, wir machen uns das jetzt hier schön. Na gut, auf jeden Fall bin ich dann weggefahren, habe einen Platz gefunden, wo ich übernachten kann und übernachtet habe dann auch. Bin mit dem Longboard wieder in die City gefahren und habe so einen richtig schönen Weg gefunden. Also kurz, lass es noch nicht mal 50 Meter sein, auf der Straße, wo meine Sude stand. Dann bin ich links rein und da war dann so ein, war das ein Fußweg? Nee, ich glaube nicht. Also es war Fuß- und Fahrradweg. Und zwischendurch ging es über irgendwelche Bächlein, weil ich meine, das ist ja nicht nur der Lech, da sind ja noch ganz viele andere Bäche, die auch gefühlt durch Augsburg fließen an verschiedenen Punkten. Und da bin ich über zwei so Bäche oder Flussläufe drüber gecruised und bin dann direkt an der Haltestelle von der Straßenbahn geendet und die Bahn kam einfach direkt nach einer Minute. Das war richtig nice, war relativ fix in der Stadt und habe meinen Krams vorbereitet und war so richtig gehypt und hatte richtig Bock schon direkt zu spielen, weil ich so lange nicht irgendwie Festival gespielt habe und ich hatte voll Bock. Weil Festival spielen ist halt anders als normal Straße oder gebuchte Sachen, weil die Leute, die kommen dahin, die wissen, was passiert, die wissen, wie Straßenshow abläuft, die wissen, wie das klappt mit Jubeln, mit Hutgeld und mit allem so gefühlt. Und das ist halt einfach immer eine wundervolle Atmosphäre. Ja. Und dann sind die anderen so nach und nach angekommen. Ich habe das Input-Meeting oder das Briefing quasi schon auf Deutsch vorab gekriegt, weil ich die einzige deutsche Person, also Deutsch, nicht deutschsprachig, es waren noch welche aus Österreich da, aber die einzige deutsche Person. Alle anderen von denen, ich weiß nicht, ob wir 20 Künstlergruppen waren oder 20 Künstler, steht im Programmheft, whatever. Auf jeden Fall habe ich mein Briefing dann auf Deutsch schon bekommen, habe schon meine Verpflegungspauschale bekommen, die ich übrigens voll vercheckt hatte, dass wir die kriegen, also richtig cool. Hat mich nochmal gefreut. Und dann habe ich gewartet, bis das Meeting anfängt, habe dabei schon alles aufgebaut, vorbereitet, so für eine eventuelle erste Show. Habe mich bereit gehalten, habe alle möglichen Leute wieder gesehen und zum Teil Leute getroffen, wo ich dachte, ach Mensch, ihr seid auch hier, das wusste ich gar nicht. Ich habe es voll nicht gecheckt auf dem Angucken der Künstler vorher, weil ich es nur so durchflogen habe. Und das ist ja wirklich wie so ein Familientreffen, sich wieder zu sehen. Dann war ein Meeting und das wurde alles nochmal auf Englisch erzählt, was so wichtig ist. Und
Ja, dann war quasi nochmal freie Zeit bis um 5, wo das Festival ungefähr startet. Das war bei dem Zeitpunkt 1. Und ich hatte ja voll Bock, was zu machen. Und die Stadt war voll von Leuten, die halt gerade ihr Zeugnis bekommen haben und dann in die Ferien gestartet sind. Bayern hat jetzt Ferien, juhu. Und anderen Leuten. Na, auf jeden Fall habe ich dann mal beim Fuggerplatz, wo ich mich dann auch für Samstag noch für eine zusätzliche Show eingetragen habe, konnte man machen, hinbegeben und habe da versucht, Show zu spielen. Es war mit meinem neuen Kostüm, genau, ich habe ja gesagt, in Nordlingen, hoffe, habe ich das richtig ausgesprochen, habe ich mir ein neues Kostüm, so ein Hosenanzug, Kleid-ähnliches Gerät, in Rot natürlich, gekauft. Und das habe ich dann ausprobiert. Ich habe den Rock noch drüber gezogen. Sah irgendwie exotisch aus. Hat auch meine Tante gesagt, habe ich mich voll gefreut. Es hat was, es hat irgendwas. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie es alles so weiterläuft, ob ich das so behalte, wie ich da, also behalten tue ich es auf jeden Fall, wie ich das so einbinde, meine ich. Naja, auf jeden Fall habe ich die erste richtige Show dann da versucht zu spielen. Es waren nicht zu viele Leute. Der Kreis um mich herum war nicht geschlossen. Aber es war trotzdem irgendwie eine schöne Atmosphäre. Also es waren wenig Leute da, aber dafür eine fokussierte und schöne Atmosphäre bei denen, die da waren. Und ich war da sehr dankbar für. Hätten mehr sein können einfach. Aber ansonsten habe ich daraus mitgenommen, dass freitags mittags, anfangs nachmittags, die meisten Menschen einfach noch busy im Kopf sind und noch ihren Kram, ihren To-Do zu checken haben, was von der Woche noch ansteht und dementsprechend keine Zeit haben, sich komplett drauf einzulassen auf eine Show. Also es waren welche da und es haben auch später welche geschrieben, hey, das war toll und ich habe mir fast meinen Bus verpasst und es war ja, cool, das Kostüm zu testen und ich habe festgestellt, es ist viel zu warm für warme Temperaturen. Ja, dann habe ich auch festgestellt, ich habe das und das und das und das alles noch vergessen. Also bin ich nochmal zum Camper, habe mir Mittagessen gemacht und bin dann wieder zurück, habe mir noch ein paar Sachen zum Essen mitgenommen und dann ging auch schon irgendwann die Shows los. Und ja, die ersten Shows, wie waren die denn eigentlich? Freitag, wo habe ich denn da gespielt? Meine Güte, Erinnerungen. Das ist krass, das ist krass. Ja, ich habe auf jeden Fall eine. Ist auch egal, wo ich sie gespielt habe. Ich weiß ja ungefähr, was passiert ist. Also eine hatte ich auf jeden Fall auf Kopfsteinpflaster, war ein bisschen skeptisch, hat aber gut funktioniert. Und die andere hatte ich auch irgendwo. Ja, wherever. Aber Samstag war eine richtig krasse Show. Und zwar am Elias-Holt-Platz. Und das war so, bei manchen Spots, also auch da, wo ich auf Kopfsteinpflaster performt habe, das ist halt so, da fährt die Straßenbahn alle paar Minuten lang. Da ist ganz viel Laufpublikum. Es ist, überall ist irgendwas, das ist busy und so. Das zieht so ein bisschen den Fokus. Und es ist viel Laufpublikum. Die sind nicht alle so entspannt und. Ja, und auf diesem anderen Platz, das war halt komplett abgeschlossen, es war auch schattig, das war super. Das war direkt neben dem Rathaus, es war eine geile Kulisse, also richtig schöne Häuser links, rechts, ein paar Bäume und guter Untergrund und es war einfach ein riesiger Kreis und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war richtig tolle Energie, richtig tolle Stimmung und da habe ich am Sonntag, also gestern, auch nochmal gespielt. Und das war die geilste Show des Festivals. Die geilste Show ever. Ich habe dann mit meinem Seil nochmal abgespannt. Dann sind die Leute alle, habe ich die nochmal näher rangeholt. Die hatten da Liegestühle auch, aber ich habe sie dann noch näher geholt. Und es waren auch ganz viele Kinder, die vorne gesessen haben. Und das war richtig schön. Ja, das war genial. Dann habe ich auch bei meiner Ratschlagsequenz, dann habe ich danach gesagt, so und jetzt alle nochmal in die Mitte, die jetzt nochmal einen Ratschlag machen wollen. Und es hat fast nicht mehr aufgehört. Das war cool. Ich habe einen neuen Wortwitz. Wenn ich einen Ratschlag brauche, dann komme ich nach Augsburg, weil ich hier weiß, dass es hier viele Ratschläger gibt. ja, Flachwitze während der Show einbauen, immer gut. oder Wortwitze. Ja, genau. Und dann haben wir auch die Chance, weil wir nur so ein bis zwei Shows pro Künstler pro Tag hatten, also relativ entspanntes Festival, hatten wir ja die Möglichkeit, uns entweder beim Fuggerplatz noch einzutragen, dass wir zusätzlich Show machen möchten, also eine pro Festival dann da offiziell und man konnte halt noch frei, da wo Platz und Zeit ist, konnte man einfach noch zusätzlich performen. Habe ich auch genutzt und
Ja, das ist manchmal dann einfach ganz anders, weil Leute sind nicht drauf eingestellt. Die kommen nicht extra zu deiner Show, sondern das ist dann wirklich Straße, Straße. Also das ist ganz spannend. Das ist so ein richtiger Kontrast. Das merkt man zum Teil am Verhalten der Leute und zum Teil natürlich auch am Hut. Aber es ist spannend. Und manchmal, also am Samstag hatte ich eh einen krassen Tag. Ich habe gestartet. Ich habe morgens, das war genial, ich habe in Sule gechillt. Ich habe einfach meinen Krams gemacht. Ich habe echt mal Me-Time mitten im Festival gehabt. Also da war ich echt happy, dass ich mein Camperli dabei hatte. Und bin dann zur Show. Andere hatten bis dato schon zwei Shows gespielt. Es war brechend heiß, es war über 30 Grad. Ich habe einen extremen Sonnenplatz auf dem Königsplatz gehabt. Wollte gerne im Schatten spielen, das wäre eine Ausweichsmöglichkeit gewesen, aber das durfte ich dann irgendwie nicht. Security wollte das nicht und das wollte das nicht. Und oh, was ist das? Ein Tier. Jetzt ist es wieder abgehauen. Mir ist gerade, ich glaube, eine Libellenlarve den Arm hochgekrochen. Aber jetzt ist sie wieder weggeschwommen. Spannend. Wenn sie gut wiederkommt, versuche ich sie auf die Kamera zu bekommen. Aber jetzt gerade ist sie halt nicht mehr da. Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall. War es richtig heiß. Ich hatte Hitze, Publikum hatte Hitze und wir durften leider nicht umziehen und dementsprechend, ich war nicht nur hochrot am Kopf und hatte, also normalerweise habe ich nie Kreislaufprobleme, aber ich hatte echt Kreislaufprobleme danach. Dann wurde ich auch noch mit ganz vielen Fragen gelöchert und auch Lob und anderen Dingen und so. Das ist ja auch immer schön zu socializen danach, aber es war extrem anstrengend in dem Fall. Und dann war ich am Backstage und habe mich erstmal nur auf den Boden gelegt, erstmal auf so einen Teppich, der zum Stretchen da war und hinterher einfach auf die Fliesen, weil die kälter waren und es war zum Glück auch klimatisiert. Habe erstmal einen halben Liter stilles Wasser weggeäxt, zum Glück Raumtemperatur. Also das war schon wild, es war richtig wild. Und ich hatte dann nach einer 50 Minuten später, hatte ich schon wieder die nächste Show gehabt. Und dann war auch so, ja, machen wir das nicht, so bla. Aber dann ging es mir auch irgendwann besser, ich habe dann noch was gegessen. Oh, das war auch geil, ich habe morgens, war ich shoppen, war ich einkaufen, Lebensmittel. Und das war richtig geil, ich habe mir richtig viele tolle Sachen einfach gegönnt. Ich habe ganz viele Münzen mit mir losgeworden. Die Kassiererin war nicht so ganz glücklich, dass ich dann größtenteils mit Einern und 50 Cent Stücken dann halt einfach meinen 50 Euro Einkauf bezahlt habe. Aber ich dachte mir so, das ist schon in Ordnung, das darf ich jetzt mal. Also normalerweise versuche ich das immer zu begrenzen, wenn ich halt nur mit Münzen zahlen auf 20 Euro oder so. Aber in dem Fall wusste ich auch vorher nicht, dass ich so viel einkaufen möchte und war froh, dass ich überhaupt genug Münzen dabei hatte. Auf jeden Fall habe ich mich eingedeckt, habe dann gegessen und dann kam die nächste Show. Und diese Show war am Fuggerplatz und ich dachte, boah, das wird die geilste Show des Festivals. Es waren super viele Leute da, es war ein toller Untergrund, die Stimmung war top und dann habe ich plötzlich so Tröpfchen abbekommen. Ich so, gerade war es noch so heiß, warum sind jetzt hier Tröpfchen? Es kamen immer mehr Wolken und ich dachte mir so, da habe ich irgendwann gefragt, so Leute, was denkt ihr, bleibt es trocken? Und alle so, ja, es bleibt trocken, wir haben eine gute Zeit. Und ich so, ja, wollen wir vielleicht doch das Herzstück meiner Show, also die Performance, vorziehen? Und da haben wir uns darauf geeinigt, das zu machen, obwohl noch so ein paar andere Sachen vorgekommen sind. Habe ich das auf jeden Fall vorgezogen und ich habe gerade Klatsch, Bumm, Rad aufgeschlagen, festgehalten, Lied aus, fertig, also Abschluss von der Performance gehabt. Und dann kam der Wolkenbruch und der kam richtig. Das war krass. Also die Performance hat gerade noch eben geklappt, ohne Regen. Aber ich konnte nicht mal mehr Danke sagen, ich konnte nicht mal mehr eine Money-Speech machen. Danach ging es einfach los. Ich so, Leute, bitte kommt bei meinem Hut vorbei. Nehmt meine Sachen und nehmt die mit dahin, wo es trocken ist. Also meine Box und die andere Sachen, Backpack und so. Dann stand ich da noch mit, mitten im Regen, begossen wie so ein Pudel. Und ein paar Leute kamen auch noch, das war toll. Und dann haben wir uns untergestellt und eine Frau zog mich dann so ganz nah an sich heran. Und damit ich auch noch drunter passe, da wo es ein bisschen regengeschützter ist. Und ich meinte, das ist alles nur Selbstschutz, damit ich nicht so nass werde und so. Aber es war irgendwie lustig. Und da noch ein bisschen gequatscht. Ich hatte das Mikro noch an, dann die Leute überall an diesem Platz irgendwo untergestellt. Und später kamen dann auch noch ein paar Leute an, ja, und haben dann noch was reingeschmissen und so. Das war natürlich nicht so der schönste Abschluss. Ja, dementsprechend, dann war alles nass. Nicht nur mein Kostüm, meine Haare, mein Körper, Sürbox, alles, Backpack, sondern auch der Boden. Die nächste Show war dann eine halbe Stunde später wieder auf dem Kopfsteinpflasterplatz. Und Kopfsteinpflaster plus Laub plus Nässe. Hi,
gefährlich, 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 krass. Habe auf jeden Fall gespielt, hat funktioniert. Ich hatte echt Bammel, ob das alles so funktioniert. Vorher habe ich dann mit den Kids noch angefangen, die ganzen Blätter, die durch den Wind dann halt auf den Platz geweht wurden, wieder aufzuheben. Das war richtig cool, also richtig gemeinschaftliches Ding. Und dann habe ich auch direkt gesagt, so ja, okay, das machen wir Gemeinschaftsshow draus. Und bin da nicht nur zu den Leuten und habe High Five gegeben, sondern habe gesagt, ja, jetzt gebt euch einfach mal eurem Nachbarn, auch dem, wenn ihr den nicht kennt, einfach mal ein High Five. Guck mal hier, wer hier ist. Tada. Da ist er wieder. Der kleine Kollego. Willst du dich bei mir sonnen? Hey. Wie gesagt, wenn er nochmal vorbeikommt, dann filme ich euch den. Ja, aber ich erzähle auch trotzdem weiter. dann habe ich gesagt, halt klatscht euch gegenseitig an, wir sind halt alle gemeinsam hier auf der Welt und so. Und irgendwie war das cool und da meinte irgendwie so ein älterer Herr so irgendwie weiter hinten so schon mit Peace, so Peace-Zeichen. Das war wohl einer der Hippie-Generation. Das fand ich irgendwie lustig. Und ja, war trotzdem eine schöne Show. Und dann war der Tag quasi für mich schon offiziell vorbei mit meinen gebuchten, geplanten Shows. Aber ich war noch nicht so ganz befriedigt, weil alle Showerlebnisse nicht so ganz geil waren. Erste fast im Hitzekoller gestorben, zweite im Regen gerne, dritte halt mit einem blöden Untergrund. Da habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt dahin, wo wir auch noch hingehen können. Da war so ein Weinfest parallel und die haben gesagt, Künstler kommt da auch mal mit hin. Ich habe keine Show mehr gespielt, ich habe einfach nur Act gespielt und ich habe auch eigentlich gesagt, bitte schickt mir mal ein Video, weil das echt cool ist. Ich habe da improvisiert mit Musikstücken, die ich schon kenne und die dann halt ja echt auch gebockt haben, einfach mal was anderes. Und das war auch echt gut und ein paar Musikstücke, die waren echt krass und da hätte ich echt Videos von gesehen. Die Stimmung war richtig magisch, alle waren so voll gebannt, voll dabei und das war Gänsehaut, also das war cool. Ja. Danach war ich voll fertig, durfte dann zum Duschen noch bei einem anderen Künstler mit ins Hot Hostel, das war super, hab dann da die Badmöglichkeiten nutzen können, bin dann in Sule, weil dann konnte ich meine Haare waschen mit warmem Wasser, das war cool. Das war Freitag. Am Samstag bin ich dann nur zu Sule zurück und habe dann kalt geduscht. Ging aber auch, war nicht schlimm. Weil ich bin dann abends, wenn es dann halt schon so 12 ist, bin ich einfach zu faul, mir noch den Boiler anzumachen, weil das dauert ja dann so um eine halbe Stunde, bis der irgendwie warm ist. So, Kollege, was geht bei dir? Cutes Ding. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor Wassertieren. Naja, wie dem auch sei. Und Sonntag war dann auch erstmal Regen, war erstmal kalt, wurde dann wärmer mit der Zeit. Hatte zwei gute Shows. Die erste war wieder da, wo es so heiß war auf dem Platz. Die war so lala. Die zweite, die war dann übernommen von einem Künstler. Ich hoffe, es geht ihm schnell besser. Der hat sich am Freitag bei der Show den Arm gebrochen. Das wünscht man echt keinem bei der Show. Das ist echt mies. Dementsprechend jetzt Festival vorbei, Saison vorbei. Richtig kacke gelaufen. Also Daumen drücken, dass es ihm schnell besser geht. Und ich habe halt dann einen Slot von ihm übernommen. An einem Platz, den ich sonst gar nicht bespielt hätte. Und der Platz ist relativ klein, relativ sandig, weil da auch so ein Sandkasten quasi aufgebaut wurde für die Sommerzeit. Und hab dort, was soll ich sagen? Ach so, hab mir sonst dort halt ein bisschen weiter weg vom Sand einen Platz schaffen wollen auf der Kreuzung. Dann kam irgendwann die Security, also mit denen stand ich echt so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil die alle meine Ideen nicht so wollten, weil sie ihre Vorgaben hatten. Natürlich, die müssen auch die Vorgaben einhalten und so, aber ja, die haben das halt gesagt, als ich mit der Show starten wollte und alle Leute schon da waren, dass wir nochmal umziehen müssen. Also das hätte halt ein bisschen früher, hätte das auch ein bisschen besser geklappt dann. Aber egal, dann haben wir halt alles nochmal 5 Meter in eine andere Richtung verschoben, dass wir halt noch so eine Rettungsgasse oder Polizeigasse hatten, dahinter den Leuten, weil ich habe die extra so timen wollen, dass die halt im Schatten stehen können, die Leute, und ich halt in der Sonne performe. Aber durfte ich dann halt nicht. War sandig, war rutschig, hat trotzdem Bock gemacht. Und dann hatte ich 20 Minuten, um wieder zum Elias-Holt-Platz zu kommen, um da dann meine letzte offizielle Festival-Show zu spielen. Und die, Leute, die hat richtig reingehauen. Ich habe mir die so nah rangeholt und es hat so Spaß gemacht. Habe die GoPro auch aufgestellt. Ich weiß nicht, ob der Superweitwinkel das alles so eingefangen hat. Aber das war wirklich eine geile Show. Das war die geilste Show überhaupt. Die hat Bock gemacht, ja. Im Anschluss
hatte ich irgendwie noch echt viel Zeit und ich hatte auch noch Bock. Dann habe ich auf der Annastraße nochmal spontan ein bisschen was gemacht. War dann zum Vergleich zu der Show, die ich vorher hatte, hatte ich keine Schnitte gekriegt, natürlich nicht, aber war trotzdem schön. Habe dann von da meine Sachen direkt zum Auto gebracht, hatte von so einem Typen, der aus Duisburg kommt, plötzlich voll der Fan war und irgendwie auch mal wieder nicht so ganz die Grenzen, die körperlichen, eingehalten hat. Also manche Menschen, die sind ja dann so begeistert, dass die einen anfassen wollen, umarmen wollen und ja, irgendwie die Grenze nicht so ganz wahren können. Und das ist manchmal sehr unangenehm. Ich weiß auch nicht genau, was dann mit diesen Menschen so vorgeht. Also ich meine, dann kommen halt manche, also ich hatte das auch schon so, dann kommen Menschen und du merkst wirklich, du hast die richtig krass berührt und das ist ein emotionaler Moment für dich. Und dann fragen die, hey, darf ich dich in den Arm nehmen? Dann sage ich natürlich ja. Und das ist natürlich auch eine Frage und man kann selber sagen, okay, ja, das ist in Ordnung. Aber wenn dann halt so Leute einfach irgendwie kommen und einen in den Arm nehmen oder irgendwas, das ist halt einfach nicht cool, so. Und vor allem, also ich meine, wenn Kinder kommen und sagen, hey, wir wollten nochmal kommen, sie würde ich gerne nochmal drücken und so, hey, das ist was vollkommen anderes, als wenn dann halt so mittelalte Menschen, Männer, im meisten Fall Männer, dann irgendwie kommen, einen umarmen wollen, irgendwie touchy werden und ja, das ist irgendwie nicht so angebracht. Naja, wir haben auf jeden Fall die Sachen schon zum Camper gebracht und auf dem Weg dahin, richtig funny, habe ich eine Familie aus Gelsenkirchen getroffen, die ich in der Corona-Zeit kennengelernt habe, wo ich mit der Tochter auch mal Personal Training-mäßig Turnen und Akrobatik trainiert habe, die mit mir Zoom gemacht hat, Zoom-Sport damals in der Pandemie-Lockdown-Zeit. Und die waren einfach spontan da, weil sie sich für den Sohn Uniplätze in Deutschland angucken und einfach dann gerade im Augsburg waren. Da haben wir noch kurz geschnackt, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Bin ich weiter, hab's Tür abgebaut, wieder Backstage, und haben noch zwei Leute Show gespielt, habe ich da noch supported und angeguckt und das war cool. Am Ende dann nochmal alle gemeinsam in eine Bar Abend ausklingen lassen, war aber richtig anstrengend für mich irgendwann, weil ich dachte mir so, boah, ich bin so müde. Wollte mir eigentlich auch mal was gönnen, so essenstechnisch, waren richtig geil, Enchiladas da bei den anderen, richtig lecker aus, ich mir Allergiekarte legen lassen, nein, auch wenn das Mais ist und Mais Tortilla, bla bla, ist trotzdem mit Weizen, also nichts zu essen für mich, habe dann auch nichts getrunken, hatte noch so Wasser dabei, aber hatte gar keinen Durst, später wurde es richtig kalt, bin ich mit dem Longboard heimgefahren, also zur Sule, wieder zum Parkplatz, ich hatte umgeparkt zwischen den Nächten, also ich habe alle drei Nächte woanders geschlafen, um auch keinen irgendwie auf den Schlips zu treten oder so, natürlich. Und hab dann, was hab ich dann? Ach ja, genau, hab dann in Sule alles zusammengepackt. Ist da furchtbar aus, um ehrlich zu sein, weil ich halt alle Sachen vom Backstage einfach nur reingelegt habe und dann wieder los bin. Hab ein bisschen Ordnung geschafft und hab dann überlegt, schlafe ich jetzt hier? Da konnte man frei parken in der City. Werktags bis 8 Uhr, also 20.30 Uhr. Und ab 9.30 Uhr, das heißt am Montag hätte ich um 9.30 Uhr spätestens aufstehen oder wegfahren müssen. Ich wusste aber nicht, ob ich schaffe, vielleicht mal auszuschlafen, wie ich das ganze Festival über nicht geschafft habe. und von daher habe ich mich entschieden, dass ich weiterfahre. Ich bin nach Rhein gefahren, das sind nochmal 40 Kilometer, war eine Dreiviertelstunde ungefähr, dann nachts um 2 und Richtung Heimat wieder, hab dann auf dem Camperparkplatz gestanden, morgens direkt aufgewacht und da war dann ganz entspannt ein Teich und so andere kleine Seen direkt am Lech und dann hat man halt einfach noch das Klo entleert, weil das wurde natürlich auch voll übers Wochenende, hat aber genau gepasst, dass ich da eine Entleerungsstation hatte und bin weitergefahren, wollte eigentlich nochmal zu dem Ort, wo ich am Donnerstag war, wo dieser komische Mann war mit dieser komischen durchsichtigen Netzbadehose. Yuck. Auch wieder Grenzüberschreitung. Der wäre weiter in die Richtung gewesen, aber ich bin hier dran vorbeigefahren an dieser Straße, weil ich einen anderen Weg zurückgefahren bin und ich habe einfach dieses türkise Wasser gesehen und dachte mir so, das ist the place to be. Und deswegen bin ich die Straße, ich habe nicht so schnell geschafft abzubiegen, bin ich die Straße weiter, dann die nächste rein und dann über so einen Schotterweg wieder zurück, habe mich hier hingestellt und ja, erstmal ins Wasser. Und danach dachte ich, ich frühstücke, aber ich habe irgendwie nicht gefrühstückt. Dann habe ich erstmal ganz viel reflektiert, überlegt, geguckt, okay, was passiert jetzt eigentlich nächstes Jahr? Was machen wir da? Was machen wir hier? Was läuft so? Also richtig spannend im Moment eigentlich irgendwie gefühlt alles. Und dann, ja, habe ich immer noch nicht so richtig gefrühstückt. Ich habe auf dem Weg hierhin gesnackt,
Und zwischen Nektarinen und Heidelbeeren und allen möglichen Chips, also Nachos. Und dann bin ich jetzt ja nochmal ins Wasser, werde mich gleich an Land bewegen und dann noch einmal abkühlen und dann weiterfahren. Wir haben jetzt schon 3:30 und dann Step by Step wieder zurück nach Essen. So, das war das Wochenende, das war Festival und jetzt habe ich viel gelabert. Das war ein Riesenspam. Ich glaube, so einen ausführlichen Bericht gab es noch nicht. Oh, eine Sache möchte ich auch noch erzählen. Das ist manchmal richtig funny. Das sind so Sachen, die sieht man dann meistens nur von der Künstlerseite aus, wenn dann halt man ins Publikum guckt und so im Moment halt auch mal die Leute angucken kann. Also manche gucken einem dann ja auch zu, wenn man aber gerade dann, also gerade bei den Improvisationsstücken, wo ich einfach sage, okay, ich rede nicht, ich mache nicht meine Show, sondern seid einfach da, genießt einfach. Dann mache ich Musik an meistens. Sehr, ja, emotionale Lieder und improvisiert er halt drauf und dann habe ich auch manchmal halt die Zeit ins Publikum zu gucken und dann sind dann manchmal, also das war krass, so Paare, die dann halt voll auf diese Emotionsschiene mitgehen und sich dann voll lieb haben und Leute, die dann halt so mit berührt sind oder ja, also einfach das Publikum zu beobachten, das ist manchmal auch spannend. Mache ich auch manchmal bei anderen Shows, die ich schon kenne, dass ich dann auch einfach mal das Publikum beobachte und nicht nur den Künstler, weil manchmal sind so Publikumsreaktionen halt auch echt priceless. So, ich guck mal hier, dass wir beide uns hier verabschieden und ich wünsche euch eine gute Zeit, Peace. Wir gucken, dass wir weiter schwimmen und dann weiterfahren. On the road gibt's auch noch. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald, eure Gina. Das war schon wieder ein Video von mir und ich freue mich total, dass du es dir angeschaut hast und ich hoffe natürlich, dass es dir auch gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte hinterlass mir doch auch einen Daumen nach oben in der Bewertung und schreib mir einen lieben Kommentar oder natürlich auch Fragen oder andere Anregungen. Da freue ich mich immer sehr drüber, was von euch zu lesen. Falls du jetzt ganz neu hier bist, hey bitte, abonnier mich doch. Hier gibt es ganz viele verschiedene Sachen von Akrobatik und Artistik über Reisen, über ganz viele verschiedene Dinge und ja, ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis bald, ciao. Hallo vom Feld hier unter den Linden oder neben den Linden.